25 Jahre Förderverein Kulturhaus Osterfeld. Dieses Jubiläum feiert das Osterfeld gebührend in Form des viertägigen Kulturfestivals Sommersprossen. Am Samstag hat Musikpoet Konstantin Becker die Zuschauer mit seiner humoresken und wortgewandten Art verzaubert. Ist es alles einerlei? Ich gehe im Kreis. Der Entertainer feiert in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum. 40 Jahre steht der Musiker, Liedermacher, Komponist und Autor mittlerweile auf der Bühne. In seinem Programm hat der 68-Jährige die Zuschauer mit auf eine Reise quer durch seine Karriere genommen. In meinem Fall war das ein bisschen langweiliger, also Nachschlüsseldiebstahl und Drogenbesitz. Fast ein bisschen spießig, gell? Nachschlüsseldiebstahl. Also ich war 19, als ich das erste Mal eingesperrt war, für fast 5 Monate, das war schon hart. Und das war wegen eines Nachschlüsseldiebstahls. Wobei man dazu sagen muss, der Nachschlüssel war der Nachschlüssel zu einem Tresorschlüssel. 4 Zugaben mussten Konstantin Becker und seine dreiköpfige Bandbegleitung geben, bis das Publikum sie von der Bühne gehen ließ. Ein Abend, den die Zuschauer noch lange in Erinnerung behalten werden. Ein bunter Mix aus Poesie, Lyrik und Musik wurde an diesem Abend geboten. Becker sparte in seinem Programm aber auch nicht mit Kritik gegenüber aktuellen politischen Themen. Und genau diese Mischung ist es, die bei seinen Fans gut ankommt. Es war sehr gut, Anfang ein bisschen schwach, aber immer besser geworden. Klasse, wir sind noch sprachlos. War echt super, also ganz, ganz toll. Jedes Mal wieder ein Erlebnis. Ganz toll. Ein Genuss und ein Erlebnis und alles, ja. Das ist super, was die Musiker können und alles, das ist perfekt. Der Sound war toll heute wieder und die Stimmung natürlich und er ist unheimlich gut. Und die Lieder sind ansprechend. Das Sommersprossenfestival geht noch bis Sonntag. An diesem Tag erwartet die Besucher dann ein buntes Programm mit verschiedenen Künstlern bei SWR1 Lacht im Kulturhaus Osterfeld.